ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal über, das reden, was in den letzten Tagen mit dem Wohnmobil passiert ist. Also ihr müsst euch folgende Situation vorstellen. Vorgestern, es war 4 Uhr morgens, ich wollte tanken, bin an die Tankstelle gefahren. Es war 4 Uhr morgens. Ich wollte tanken und dann wollte ich sofort auf den Parkplatz, um zu schlafen. Ich nehme die Zapfsäule, ich stecke die Zapfsäule rein und tanke. Ich gucke auf die Zapfsäule, ich sehe super. Okay, und ich kriege schon so ein komisches Gefühl. Dann gucke ich auf den Tankdeckel, Diesel, ich ziehe die Scheiße raus, habe mich komplett vollgeschüttet mit Benzin. Ich habe den Geruch immer noch in der Nase. Alter, das Ganze... Alter! Ja. Ich habe 11 Liter Benzin in den Diesel reingetankt. Das habe ich dann gescheckt. Ich habe den Motor nicht angemacht. Ich bin dann so halb heulend bin ich in die Raststätte reingegangen. Ich habe gerade falsch getankt. Haben Sie eine Nummer dafür? Und dann so, ja, ich habe eine Nummer. Das kostet dann aber so 100-200 Euro. Und ich so, ja, was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Ey, dann telefoniere ich. Das gibt so spezielle Absaugfahrzeuge. Also es gibt Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, bei Falschtanken zu kommen. Dann kommt die mit so einem Gerät und pumpen dir den Tank aus. Dann habe ich mit denen telefoniert und die hat mir gesagt, oh, ich bin jetzt aber 2,5 Stunden entfernt. So, mit Anreise hin und zurück sind wir dann so bei 700 Euro. Und ich so, 700 Euro für das Abpumpen meines Tanks? Ja, 700 Euro. Es ist Sonntag 4 Uhr morgens. Was erwartest du? Ich habe erstmal geschluckt und dachte mir, okay, ja, okay. Dann habe ich übertrieben lange gewartet, 2,5 oder 3 Stunden. Ich bin auch noch mal eine Stunde eingeschlafen. Dann kam er endlich. Dann hat er das gemacht. Das hat auch lange gedauert. Ich habe mich auch gut mit ihm unterhalten. Der war an sich auch cool. Hat auch eine Expertise gehabt. Hat auch alles gemacht. Hat auch alles richtig gemacht. Läuft alles, kein Problem. Dann gibt er mir die Rechnung. 850 Euro. Die Differenz ist die Mehrwertsteuer, die er mir nicht benannt hat. 850 Euro für das Abpumpen. Das Schlimme ist, ich habe noch für 23 Euro das Benzin getankt. Könnt ihr euch vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn du in die Tankstelle gehst, du hast das Falsche getankt und jetzt musst du auch noch 23 Euro dafür bezahlen. Dicker. 850 Euro habe ich bezahlt. Ich war so mies ab. Bin an die Raststätte gefahren und habe geschlafen. Nee, bin ich noch weitergefahren? Ich glaube, ich bin sogar noch weitergefahren, weil dann habe ich eine Stunde geschlafen. Und irgendwo bin ich dann pennen gegangen. Am nächsten Tag habe ich es dann so allmählich verarbeitet. Ich habe auch eine Story dazu auf Instagram gemacht. Halbe Instagram-Story, alle machen sich über mich lustig. Ey, Digga, wie kann man sich so dämlich anstellen? Oh, Junge, geht überhaupt nicht. Ja, passiert dem Besten, habe ich auch einige bekommen. Alter, dann fahre ich zu einem Kumpel nach Burghausen, jemanden, den ich seit 8 Jahren kenne, der auch gerade reingesappt hat. Moin, moin. Also den ich schon sehr lange kenne aus dem Internet, dann haben wir ihn getroffen. Dann ist da noch ein anderer, Grüße geht raus an Andi, Seitenschrank, der hier manchmal im Stream ist. Andi sagt, ey, komm mal zu mir, hier ist so eine Karnevalsfeier. Also nicht so mit Straßenzug oder sowas, sondern das waren irgendwie so Zelte und da waren dann die Leute alle gewesen. Die hat mir auch ein Foto geschickt, das sah ein bisschen lustig aus. Dann bin ich da hingefahren. Natürlich, da waren 300-400 Leute, alles war zugeparkt. Da war eine Wiese. Da standen 10, 12 andere Autos drauf. Ich dachte, das ist eine Parkwiese, die jetzt gedacht ist fürs Parken. Timo, so heißt er, fährt vor mir und sagt, fahr schon mal vor, ich wende mal und komm auch. Was mache ich? Fahr auf die Wiese rauf. Nein, ich fahre nicht nur an den Rand. Ich fahre 10 Meter rein in die Wiese. Dann merke ich auf einmal, und ich denke mir so, was ist denn jetzt los? Und ich denke mir so, warte mal. Meine Reifen drehen durch. Ich stecke mit diesem 3,3 Tonnen, 7 Meter Wohnmobil, stecke ich im Rasen fest. Digga, dann dachten wir, das wird so eine kurze Sache. Wir holen Stein und dachten, wir kriegen das wieder raus. Klappt nicht. Junge, wir standen da gestern 6 Stunden oder so. Wir standen 6 Stunden da. Dann wollten wir den rausholen. Dann war ein anderer da von dieser Karnevalsfeier war da. Der hat seinen Chef um 0 Uhr angerufen. Der ist dann mit einem anderen Transporter gekommen, hat versucht, mich mit einem Abschleppseil rauszuziehen, hat sich dann selbst...
erst raufgefahren, hat. Ist raufgefahren, Abschleppseil ran, fährt los, fährt sich selbst fest. Aber der hatte nur so einen Transporter, wo hinten so eine Fläche drauf ist. Wo so eine Fläche drauf ist. Dann haben wir zu fünft angeschoben und er konnte. Er kam Gott sei Dank raus. Ich übertrieben hilflos. Ich weiß nicht mehr, ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Ich war so ab. Ich war von dem davor, war ich noch ab. So, dann keine weitere Hilfe. Ich ADAC angerufen. ADAC größter Müll an dem Abend. Ich sag immer ADAC beste. Ich würde immer ADAC wählen, weil die haben mir schon bestimmt 10-mal den Arsch gerettet. Und für 100 Euro Mitgliedsgebühr im Jahr. Wie gesagt, ich kann jedem Autofahrer kann ich das ans Herz legen, eine Mitgliedschaft beim ADAC zu haben. Mach das einfach. Und dafür kriege ich kein Geld. Aber gestern habe ich wirklich scheiß Erfahrungen gehabt. Ich rufe da an, ich sag, ja, schönen guten Tag, Heinrich mein Name. Ich bin hier mit dem Wohnmobil in eine Wiese reingefahren und stecke jetzt hier fest. Oh, da muss ich sie weiterleiten. Sie hat mich nicht mal nach Gewichtsangaben oder sowas gefragt, sondern ich wurde auf einmal zum Truck-ADAC-Service weitergeleitet. Dann rufe ich da an, dann ist erst Warteschlange, dann komme ich ran. Ja, schönen guten Tag. Ich stecke hier mit dem Wohnmobil fest. Ja, wie viel wiegt denn das? Na, ich sage so 3,3 Tonnen. Nee, wir fangen erst am 3 an, am 7,5 Tonnen fangen wir erst an auszufahren. Ich so, ne, du. Digga, wollt ihr mich verarschen? Dann rufe ich nochmal den ADAC an. Ja, ich muss sie weiterleiten an den Notfallservice. Okay, ich rufe dann den Notfallservice an. Hallo, ich wurde gerade vom normalen ADAC-Service zu Ihnen weitergeleitet. Nee, aber das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe. Auf einmal kommt so schöne Musik, ich werde wieder weitergeleitet. Und dann endlich komme ich an den kompetenten Mitarbeiter. Alter, und der redet dann mit mir, so, jetzt bist du aber beim Richtigen. Und ich so, oh Gott sei Dank. Dann weist er mir einen zu, ich krieg so eine Auftragsbestätigung per SMS. Auf einmal ruft mich jemand an mit einem extrem schlechten Deutsch. Ja, können Sie mir mal auf WhatsApp Fotos von der Situation schicken? Ich so, jetzt muss erstmal den ADAC-Mitarbeiter oder ADAC, wie nennt man die denn? Ja, irgendeine Vertragswerkstatt, die da wahrscheinlich mit denen zusammenarbeitet, keine Ahnung. Dann schicke ich diesen Typen auf WhatsApp Bilder von der Situation. Dann ruft er mich an. Nee, ich habe hier nur einen 7,5 Tonner und wenn ich da jetzt reinfahre, dann bleibe ich selbst stecken. Ja, das ist jetzt schwierig. Können Sie nochmal? Und ich sage, dann sage ich nein, ich kann nicht. Können Sie die Situation bitte irgendwie beim ADAC klären? Und dann ruft er mich nochmal an. Ja, ich kann da nichts machen. Ja, ich weiß nicht, wie ich Ihnen da jetzt helfen soll. Und ich sage, ja, Alter. Naja, ich. Warten Sie doch, bis ein Bauer vorbeikommt und fragen Sie den, ob er Sie mit einem Trecker rausholen kann. Willst du mich verarschen? Nehmen Sie mir das nicht übel, aber Sie sind doch hier der Experte. Ich kann doch nicht, ich bin doch ADAC-Mitglied. Sie können mir doch nicht sagen, dass ich auf einen Bauern warten soll, der mich mit einem Trecker aus der Wiese zieht. Da bin ich voll sauer geworden. Hat er aufgelegt und dann war die Sache auch gut. Das war die schlechteste Erfahrung, die ich jemals mit einem ADAC hatte, Alter. Sie haben mich verarschen, Alter. Sagt mir der ADAC-Mitarbeiter, ich soll auf einen Bauern warten, der mich mit Trecker abholt. Ist der Scheiß ernst? Digga, wie willst du eigentlich verarschen? Dann warten wir da, ich komplett hoffnungslos. Ich denke mir so, Alter, das wird alles nichts mehr. Dann gibt mir jemand den Tipp, freiwillige Feuerwehr, macht das doch mal. Es war aber schon 1 oder 2 Uhr nachts. Ich so, nein, die hole ich doch jetzt nicht raus. Dann haben wir bei der Polizei angerufen. Ich habe bei der Polizei die Situation geschildert. Dann sind die Polizisten da zu uns gekommen, haben die Situation aufgenommen. Das kann übrigens auch Fahrerflucht sein. War es in dem Fall nicht, weil das war ein Parkplatz. Also normale Autos konnten auch drauf fahren, aber das Auto hier wiegt 3,3 Tonnen und deswegen hat es sich festgefahren. So, wenn es kein Parkplatz gewesen wäre, euch jetzt einfach in so einem Wiesengrundstück, das jemand gehört, reingefahren wäre und weggefahren wäre, wäre es Fahrerflucht gewesen. Weil es ist so gesehen ein Unfall. Ist tatsächlich, merkt euch das bitte. Also wenn irgendeine Kamera, Wildkamera oder sowas euch aufnimmt mit euren Kennzeichen, dann könnt ihr mies Ärger kriegen. Das ist Fahrerflucht. Ist auch egal. Dann ist die Polizei gekommen und die so, ja, sollen wir hier mal jemanden anrufen? Die Polizisten, Landau an der Isar, Grüße geht raus an euch, mega lieb. Die vom Polizeirevier haben mich auch noch angerufen. Na, ist ja schon da und ich so, nee, hast du Bock, einen Kaffee zu trinken? Hast du Bock vorbeizukommen? Ich so, ey Dicker, was für ein Film leben wir hier, als ob mich diese Polizeizentrale anruft und mich fragt, ob ich einen Kaffee trinken will. Aber die waren mega lieb, also wirklich, die waren richtig lieb, null hochnäsig, die waren so in meinem Alter und das ist oft bei Polizisten so in dem Alter, dass sie dann so ein bisschen so von oben herab versuchen, so weißt du, weil man ist halt noch relativ jung und deswegen ist es so schwierig, da irgendwie so eine Konstante zu kriegen. Wisst ihr, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Nicht alle will ich nicht sagen, aber ich hatte die Situation jetzt leider schon öfter gehabt.
aber richtig lieb. Dann haben die jemanden geholt, den sie dafür kennt, den sie kennen. Die haben gesagt, der hat schon alles rausbekommen und die kriegen auch dich raus. Und dann sind die Polizisten wieder weggefahren. Wir warten 20 Minuten und dann kommt ein anderer Abschlepper. Der guckt sich die Situation an. Scheiße, das ist scheiße. Das war so ein Weg. Hier ist die Wiese und der Weg ist einmal so und einmal so. Also man konnte nicht so rausziehen, weil hier ist nichts. Hier war gleich schon wieder Abgrund gewesen. Also so, man konnte den nicht rausziehen. Dann ist der, hier ist die Wiese, dann ist der so in diese kleine Ecke reingefahren und hat mich versucht rauszuziehen. Und auf einmal holt er mich aus dem Loch raus und ich denke mir so, ja, dann will ich losfahren, gleich wieder fest. Ich wäre nicht rausgekommen. Ich konnte keinen Zentimeter fahren, bevor ich mich wieder selbst festgefahren habe. Alter! Ich dachte mir so, Alter, ich kann nicht mehr. Ich kriege hier gleich einen Nervenzusammenbruch. Es war mittlerweile 3 Uhr nachts. Es war mittlerweile 3 oder 4 Uhr nachts gewesen. Dann sagt er so, na, ich kann dir nicht helfen. Ich kann jetzt hier auch nicht auf den Rasen rauffahren, weil sonst mache ich hier alles kaputt. Und ich so, ey, wir müssen hier irgendwas finden. Und dann reden die von, und dann sagt er, naja, ich habe zu Hause so einen Trecker. Der hat irgendeinen bestimmten Namen. Dieser Trecker hat so einen Namen, den habe ich an dem Tag 5-mal gehört. Warte mal, wie hieß denn dieser Trecker? Könnt ihr mal so Treckernamen reinschreiben? Die haben so einen Namen, irgendwie aus Bayern, die haben irgendeinen Namen. Unimog, nein. Bulldog, genau, Bulldog war das. Alter, größter Ehrenmann des Abends ist dieser Abschlepper gewesen. Der ist 30 Minuten mit seinem Abschlepper nach Hause gefahren und ist dann anderthalb Stunden oder eine Stunde, der ist knapp eine Stunde mit diesem Bulldog, der nur 40 fährt, über die Landstraße zu mir gekommen, hat mich mit dem Bulldog aus um 5 Uhr morgens oder so. Keine Ahnung, wie spät es war. 5 Uhr morgens, wir waren alle am Arsch. Timo war auch noch da, Andi war auch noch da, seine Freunde waren auch noch da. Wir waren irgendwie zu 5 oder 6, die wollten nicht gehen. Die wollten alle nicht gehen, die sind alle mit mir geblieben die ganze Zeit. Ich war nicht alleine gewesen. Und dann kommt er mit diesem riesen Traktor, macht die Leine ran und zieht mich raus. Irgendwann 5 Uhr morgens, alle komplett tot und erfroren, weil es die ganze Zeit 2 Grad waren oder 3 Grad. Auf einmal stehe ich draußen und ich denke mir so, oh Alter, geil. Ja, Nachteil der Situation, hat 400 Euro gekostet. Also können wir jetzt festhalten, dass ich in den letzten 2 Tagen 1200 Euro aus eigener Dummheit bezahlt habe. Festgefahren und falsch getankt. Ihr könnt ungefähr nachvollziehen, wie ich mich gerade fühle. Alter, das war nicht gewollt. Das ist jetzt nicht so, dass ich das investiert habe, damit ich irgendwas Geiles erlebe oder euch irgendwas Geiles zeigen kann, sondern es ist einfach nur, weil ich ein dummer Idiot bin. Wer kommt denn auf die Idee, mit einem 3,3 Tonnen Wohnmobil in die scheiß Wiese reinzufahren, nachdem es hier 8 Tage geregnet hat? Alter, die letzten 2 Tage, die haben mich so auseinandergenommen. Ich war um 5 Uhr morgens, war ich dann frei. Dann sind wir noch zur Tanke gefahren. Das war irgendwie Rosis. Das war so eine Tanke. Die haben ein ganz viel Essen gemacht. Dann haben wir da alle noch gegessen und dann... Alter. Ey, aber ich kann sagen, ich weiß, wie es ist, wenn man falsch tankt. Mach auf keinen Fall die Zündung an. Wenn du falsch tankst, also in meinem Fall waren es 11 Liter, da brauche ich es gar nicht probieren. 1200 Euro aus Dummheit in den letzten 2 Tagen ausgegeben. Alter. Und zum Glück, muss ich an dieser Stelle sagen, zum Glück habe ich das Geld. Zum Glück konnte ich das machen. Dicker, ich wäre doch am Arsch. Also ich kann's bezahlen. Natürlich drückt es innerlich und ich denke mir so, Alter, das ist Geld, davon hättest du das Wohnmobil noch eine Woche weiter mieten können oder noch länger. Aber was hätte ich denn gemacht? Dicker, ich wäre jetzt stark verschuldet. Wie kann man so dämlich sein? Das sind 1200 Euro, die hätte ich woanders besser verwenden können. Und einen Tag bevor das mit dem scheiß Benzin passiert, habe ich mir auch noch diese Box gekauft. Junge, wer rechnet denn auch damit?